Drei Weltmeistertitel, zwei Weltcup-Gesamtsiege und ein Olympiasieg. Wer so viele Erfolge vorweisen kann wie Anna Fenninger, muss schon einen ordentlichen Kampfgeist haben. Und den beweist sie jetzt im Clinch mit einem neuen, ziemlich mächtigen Gegner im eigenen Skiverband, dem ÖSV. In einem E-Mail an führende Funktionäre beschwert sich Fenninger über ihre sportliche Betreuung und über den Konflikt zwischen dem ÖSV und ihrem privaten Manager. Und sie droht mit sofortigem Karriereende im ÖSV, falls man ihre Wünsche nicht respektiere. Peter Treubenbacher hat recherchiert, was dahinter steckt. Anna Fenninger gibt wieder einmal Gas, diesmal allerdings nicht auf der Piste. So kennen die Rennläuferin die wenigsten. Auch im Skiverband gibt man sich überrascht über ihre klaren Worte. In ihrer E-Mail wettert sie gegen die angebliche Forderung des ÖSV, sich von ihrem Manager zu trennen. Ich arbeite nun seit 3 Jahren mit meinem Management sehr erfolgreich zusammen. Vor diesem Hintergrund empfinde ich das Verlangen nach einer Trennung als hochgradig unangemessen, um nicht von Nötigung zu sprechen. Fenningers Manager Klaus Kercher liegt schon länger mit dem ÖSV im Clinch. Dabei geht es vor allem um einen Sponsor, den Kercher organisiert hat, Mercedes. Der ÖSV kooperiert nämlich mit dem Konkurrenten Audi. Ja, freilich. Ich sage, wir haben natürlich auch einen sehr, sehr großen Fuhrpark. Wir haben Verträge, haben natürlich auch eine Konkurrenzklausel. Und nicht nur wir als Verband, sondern auch unsere Athleten müssen loyal zu unseren Partnern stehen und zum Skiverband. Mercedes als Kopfsponsor sei vom Tisch, sagt Fenningers Manager heute gegenüber dem ORF. Und die Sportlerin würde auch mit einem Dienst Audi zu den Rennen fahren, wenn gewünscht. Privat fahre sie aber Mercedes. Hier müsse es eine klare Trennung geben, so Kercher. Außerdem fordert Fenninger einen zweiten individuellen Trainer, so wie Marcel Hirscher einen hat. Das lehnt der ÖSV aber ab. Begründung? Wie wir auch wissen, verläuft also diese Zusammenarbeit Marcel Hirscher mit dem Verband etwas besser und um nicht zu sagen reibungslos. Ich würde mir das Gleiche wünschen natürlich mit der Anna, aber das ist leider nicht der Fall. Also brav sein, dann gibt es einen zweiten Trainer. Fenninger sieht darin ein Druckmittel, um den unliebsamen Manager loszuwerden. Ich will nun ausdrücklich klarstellen, dass das vom Verband mit der nunmehr auch sportlichen Druckausübung verfolgte Ziel mit Sicherheit nicht zu erreichen ist. Bevor ich diesem Wunsch entspreche, werde ich meine aktive Karriere beim ÖSV mit sofortiger Wirkung beenden. So Fenninger, die heute keine weitere Stellungnahme mehr dazu abgeben will. Aber der Brief ist ohnehin ziemlich eindeutig.